Hallo, meine lieben Drack-Freunde. Wir sind mal wieder zurück bei Eurotax Simulator 2. Ich werde mal ein bisschen weitermachen. Ich kam in letzter Zeit jetzt nicht dazu. Deswegen fahren wir mal ein bisschen. Ich bin jetzt auch ein bisschen raus. 2,5 Wochen gar nichts mehr gemacht. Aber da ist doch der schöne Scania Streamline in Dunkelblau. Ein Traum. Ja, suchen wir uns mal neue Aufträge. Ja, nicht mit dem eigenen. Wir haben ja noch keinen eigenen LKW. Und dann gucken wir mal, wo es am meisten Geld gibt. 13 Tonnen Traktoren von Bremen nach Kiel. Perfekt. Nehmen wir doch den Auftrag an. Einmal nach Kiel fahren. Es regnet. Scheiße. Ich muss Licht anmachen. Gut. Da ich jetzt so lange raus bin, brauche ich ja auch noch die Tastenbelegung. Licht. Licht, Scheinwischer ist P, Licht ist L, okay, L, sehr gut, vielen Dank. Ich überlege gerade, wie ich zurückkomme. Okay, da sehen wir die Karte auf jeden Fall. Ah, da fahren. Sehr gut, fahren. Also erstmal Licht. Scheinwischer. Sehr gut. Dann können wir doch auch fahren. Wunderbar. Ja, was erzähle ich hier, wenn ich hier fahre? Ich habe vorgenommen, dass ich jetzt immer erkläre, was ich von dieser Stadt kenne, die wir jetzt hinfahren. Kiel. Ich muss gestehen, ich war noch nie in Kiel. Ich weiß aber, dass zum Beispiel in Kiel ziemlich viele Fähren losfahren, zum Beispiel nach Oslo immer. Und dass das sehr, sehr schön sein soll in Oslo mal. Diese Color Line Dings. Also wer Interesse mal hat, an einer Kreuzfahrt, die nicht so lange dauert, weil man nicht weiß, ob man das aushält, der sollte vielleicht einfach mal nach Oslo fahren. Ich glaube, fährt man irgendwie 20 Stunden. Das geht dann recht schnell. So. Jetzt habe ich aufgehört zu regnen, kann das sein? So, dann fahren wir mal rüber. Oh. Nicht beschädigen. Wir wollen ja das Geld verdienen hier. 11.500 haben wir. Ja, Kiel. Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein auf jeden Fall noch. Das war's, was ich über Kiel weiß. Da ich jetzt noch nicht so oft da war. Man fährt so ab und zu mal dran vorbei. Weil man ja, also nicht direkt vorbei, wenn man jetzt nach Flensburg oder nach Dänemark fährt, sieht man das ja immer, wenn man Richtung Ostsee von uns aus fährt, kommt man da auch mal vorbei. Oh, nicht so schnell hier. 60 erlaubt, dann auch 60 fahren. Da lieber ein bisschen weniger, nicht, dass wir einen Unfall bauen. So, aber irgendwie, ich habe beim lieben Rovi gesehen, man kann auch irgendwie das Radio anstellen. Ich müsste ich nur noch mal wissen, wie. Ich wollte mal so gucken, ob wir das Radio anmachen können. Okay. So, was haben wir für Radio? So eine deutsche wäre gut.
Oh, jetzt habe ich auf Aktualisieren gedrückt, ich Idiot. So. Antenne Niedersachsen. Ja. Wobei, ich glaube, wenn die Musikstücke zeigen, darf ich das gar nicht. Gut, dann lassen wir das mal lieber. Dann erzähle ich halt doch sinnlose Sachen. Gut, wo geht's jetzt lang? Wir müssen nicht nach Berlin. Wir müssen nach Kiel. Wie lange fahren wir noch? 3 Stunden 20. Was? Wieso fahren wir so lang? Bremen-Kiel, das ist doch gefühlt nebeneinander irgendwie. Alles irgendwo im Norden. Puh. Naja, wir sind ja bald da. Geben wir ein bisschen Gas, fahren wir ein bisschen schneller. Und dann fahren wir vielleicht nicht ganz so viel. Was ist das eigentlich für ein Truck, den ich hier fahre? Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so modern aus, diese Anzeige. Das ist ja nicht analog, das ist total digital. Genug Benzin haben wir auch. Noch so halb voll. Es sollte reichen. Wie spät ist eigentlich? 2:30 in der Nacht. 2:30 in der Nacht und ich fahre LKW. Jo, so ist es halt, ne? Ich dachte, es gibt ein Nachtfahrverbot. Aber wer hält sich denn schon da dran? Alle anderen, nur ich nicht. Deswegen bin ich auch der Einzige, der hier gerade. Oh, da ist noch ein anderes Auto. Gerade würde ich sagen, ich bin der Einzige, der hier rumfährt. Aber nein, hier gibt es auch noch Autos. Yippie, ach ja. Über Hamburg kann ich was erzählen. Wir fahren ja durch Hamburg eigentlich gleich durch. Hamburg war, glaube ich, jeder Deutsche schon mal. Sei es als Klassenfahrt, sei es einfach so mal. Musicalbesuch, Fischmarkt, die Stadt angucken allgemein, Fahrradrennen, Marathon. Eigentlich hatte Hamburg alles zu bieten. Also, Musical war ich schon. König der Löwen. Dirty Dancing war extrem schlecht. Aber ich war letztens nochmal da. Was habe ich denn da angeguckt? Ich weiß es schon nicht mehr, was ich da beim letzten Mal da gemacht habe. Eine große Freiheit mal auf dem Konzert von Max Herre. Fettes Brot in Hamburg gesehen, das war richtig geil. Fettes Brot-Konzert in Hamburg ist absolut zu empfehlen. Also wer mal Fettes Brot sehen möchte, der sollte dann mal in Hamburg gehen, weil das ist sensationell gewesen. Ja, das natürlich mal Hafen angeguckt. Mit der Familie war ich auf dem Fischmarkt auf jeden Fall mal. Klassenfahrt haben wir so eine Hafenrundfahrt gemacht. War auch ganz angenehm. Also Hamburg kann man mal empfehlen. Shoppen fand ich jetzt nicht so toll, aber Frauen sagen das ein bisschen anders. Für mich war es zum Shoppen irgendwie nicht so das Richtige. Ich finde, Shoppen, da braucht man nicht irgendwo hinfahren. Da kann man auch in die eigene Stadt gehen, weil die Sachen sind überall gleich eigentlich. Und wenn man mehr Auswahl hat, es ist eigentlich eher beschissen, weil man. Okay, nach Kiel. Weil als Mann, ich gehe einkaufen, finde was und kaufe das und brauche nicht tausend Läden und tausend Erfahrungen, um irgendwas hier abzustellen. So, nochmal ein bisschen langsamer werden. Geht ja gleich wieder um die Kurve. Ja, das sind so meine Hamburg. König der Löwen kann man empfehlen. Ist natürlich verdammt teuer, so ein Musical immer. Aber wenn man es gern hat, kann man das auch mal ausgeben. Ich werde, denke ich mal, demnächst lieber wieder nach Hamburg fahren, nach Berlin fahren zum Musical. Da war ich schon viel häufiger zum Musical. Ich war bei der Blumen Group auf der Bühne. Das war mal interessant, weil wenn man auf so dieser Bühne steht, eigentlich denkt man, oh, nervös sein, Zuschauer, ne, ich war erstmal auf so einer Bühne.
Aber man sieht keine Zuschauer. Durch diese Scheinwerfer, die da vorne sind, sieht man eigentlich nur Licht. Man sieht nur Licht, du siehst keine Menschen. Ich glaube, wenn du da aufführst, deine Show, ist es so, als wenn du mit niemandem redest. Du bist da einfach nur und. Also, sind wir jetzt durch Hamburg durch eigentlich? Ist das denn ja ernst? Wie ist denn mal mit so einem Elbtunnel oder so? Das wäre doch mal ein Traum. Vielleicht muss ich mir doch noch irgendwelche Mods kaufen, damit das einigermaßen vernünftig ist. Also wie es aktuell ist, gefällt es mir eigentlich gar nicht, das Spiel. Jetzt muss ich mich nur mal darüber informieren, ob man die Mods installieren kann, während man ein Spiel spielt und ob man das Spiel dann weiterspielen kann, weil neu anfangen möchte ich auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt schon schließlich die fünfte Folge. Hallo, es ist fast mein gesamter Lebensinhalt dieses Spiel jetzt gewesen. Aber der Mond ist schön getroffen, der sieht so aus wie in echt. Aber man muss das Spiel auch mal loben. Und wir fahren jetzt noch 59 Minuten bis nach Kiel, 60 Kilometer. Das ging dann doch noch schnell. Ja, Bad Segeberg ist in der Nähe von Kiel, eigentlich in der Nähe von Lübeck, aber ich weiß nicht, ob es Lübeck hier auch noch gibt. So, wir fahren geradeaus. Da gibt es ja immer die Karl-May-Festspiele. Ist auch ganz sehenswert eigentlich. Und ansonsten die Ostsee eigentlich allgemein, da ist schon wirklich viel zu sehen. Da kann man auf jeden Fall mal hin und Kurzurlaub machen. Ich kann jetzt nicht empfehlen, irgendwie eine Woche an einem Ort zu sein, aber so 3, 4 Tage kann auch mal sehr schön sein. Wenn das Wetter da noch passt, ist es natürlich ein Traum. Letztes Jahr war ich auf Usedom. Das ist auf jeden Fall traumhaft schön. Das kann man empfehlen. Was ist denn da los? Was ist das denn für ein Schild? Da geht es nach nirgendwo hin, oder was? Okay. Muss man mal ausprobieren, wenn man mal Zeit hat. Das ist also dieses schöne Kiel. Ist jetzt leider dunkel, deswegen sehen wir auch nicht ganz so viel. Aber wir kommen jetzt langsam in die Stadt. Ja. So. Da ist auch eine Ampel. Kiel. Blinke sogar. Ich habe einen Blinker wieder gefunden. Obwohl man ihn gar nicht hört, ne? Yippie, Ampel ist grün. Oh, Scheiße. Zu doll eingelenkt. Ja, was gibt's sonst Neues? Die Frauen vom VfL Wolfsburg haben DFB-Pokal gewonnen. Sensationell. 3-0 gegen Potsdam. Bin sehr stolz auf die Mädels. Jetzt müssen nur noch unsere Jungs nachziehen und dann sind wir absolut zufrieden mit dieser DFB-Pokalsaison. Die Frauen haben gewonnen, Männer sind im Finale. Was kann es Schöneres geben? Ach, Entschuldigung, bin auch ein bisschen müde. Samstagmorgen 7:30 gerade. Da kann man auch mal müde sein. Und im Spiel ist es 4:10. 10:04. Sensationell. So, 2 Kilometer noch, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und noch eine Ampel. Erster Aufenthalt in Kiel. So, Ampel wird grün. Perfekt. Oh, hier, wir sind in der Stadt. Nicht so schnell fahren, Christian. Nicht so schnell fahren. Okay, auch nicht so langsam. Ampel wird grün. Perfekt für uns. Wir müssen hier wohl drehen.
Scheiße. Ich komme nicht mehr zurecht. Bin falsch gefahren und jetzt komme ich da jetzt lang? Ja. Mein Gott. Es tut mir sehr leid. Ich bin so unfähig. So, jetzt ganz langsam. Hallo? Ich lenke doch. Ah, falsche Taste. Okay, das erklärt so einiges. So, dann haben wir ganz zum Schluss auch noch was kaputt gefahren. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Nur weil du die Einfahrt nicht gesehen hast. So, dann drücken wir uns gleich Enter. Einparken schaffen wir eh nicht. Und dann haben wir den Auftrag geschafft. Annehmbar. Annehmbar. 11% Schäden, 1700 verloren. 1700. Mann, oh. Ja, was würde ich sagen? Dann war es das erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis bald. Ciao, ciao.